die richtig zu? Ja. Auffahrunfälle kommen ja haufenweise vor. Jeder hat schon mal einen gesehen, insbesondere in der Stadt. Allerdings wird es deutlich dramatischer, wenn ich auf die Landstraße schaue oder auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten teilweise höher als 100 Stundenkilometer. Da wissen wir, dass zum Beispiel bei jedem dritten Unfall, bei dem mehr als zwei Fahrzeuge beteiligt sind, wir auch Schwerverletzte oder Getötete haben.